Ja, herzlich willkommen hier auf der IFA am Rappu VPro Stand. Mein Name ist Michael Schmidt und ich möchte euch jetzt noch die neuen VPro Mäuse zeigen. Wir haben zwei Stück mit im Gepäck und zwar einmal den Nachfolger von der V900 und zwar die V910. Das ist dieses gute Stück hier. Und zwar ist das eine Maus, die sich in erster Linie an MMO-Spieler richtet. Wir haben 11 programmierbare Buttons hier auf dieser Maus verbaut. Die kann man über den Treiber individuell belegen. Wir haben 3 Profile, die direkt auf der Maus von vornherein gespeichert sind und die man über diese untere Taste hier durchschalten kann. Wir haben da mal ein FPS-Setting vorbereitet von der DPI, von den Presets her. Wir haben für MMO was vorbereitet und auch für die normale Windows-Nutzung. Ja, viele Leute interessieren Laser oder optisch, eine Lasermaus. Und zwar haben wir da den 8200er Avago Laser drin, der so zurzeit State of the Art ist. Wir haben eine DPI-Taste, die eine einzelne LED hat. So sehe ich genau, in welchem DPI-Preset ich mich befinde, welches natürlich auch über den Treiber vorkonfigurieren kann. Ein besonderes Highlight an dieser Maus ist ein Annäherungssensor. Gibt es weltweit noch gar nicht in einer Gaming-Maus. Und zwar, ihr legt die Hand quasi auf die Maus und dann geht sie automatisch schon an, wird dann später über den Treiber noch musikalisch, hätte ich fast gesagt, unterstützt über verschiedene Soundeffekte, was ich Star Wars Sound oder irgendwelche anderen Sachen, die wir da noch einprogrammieren werden oder halt auch die Möglichkeit den Leuten geben wollen, das da vielleicht zu starten. Ja, es ist ein nettes Gimmick, sicherlich kein Highlight, was mein Spiel deutlich verbessern wird, sondern es ist eine reine Spielerei, nice to have. Wir haben ein 2D-Mausrad verbaut. Auf der Unterseite dieser Maus haben wir ein Gewichtssystem mit 12 verschiedenen Gewichten. Das sehen wir hier. Da kann man die Maus noch ein bisschen anpassen, individuell, so wie man sie gerne haben möchte vom Gewicht her. Und ansonsten, klar, jetzt interessieren sich wahrscheinlich noch viele, wann kommt sie raus, was soll sie kosten. Raus kommt sie im Q4 vor Weihnachten. Ich denke mal, Anfang Dezember sollte das gute Stück im Handel erhältlich sein. Und preislich liegen wir beim UVP bei 69,99. Ja, Straßenpreis wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen runterfallen. Also von daher, testet sie mal aus. Geht nach der IFA mal bei Marcel auf die Seite oder vielleicht auch auf www.vpro-gaming.com. Da könnt ihr auch noch euch ein paar Produktinformationen in den nächsten Wochen ziehen. Und ansonsten würde ich sagen, V910, gucken wir uns mal an, was wir noch haben. Natürlich nicht nur die MMO-Spieler sollen hier irgendwie was Gutes bekommen, sondern auch die Leute, die vielleicht eher im FPS-Bereich unterwegs sind, so wie ich persönlich. Selber eher FPS-Spiele, 3D-Shooter-Spiele spiele. Hier haben wir auch, sage ich mal, eine Maus, die ja einen V-Shape hat. Sie ist symmetrisch, das sieht man schon. Allerdings nur für Rechtshänder geeignet, weil sie hier auf der linken Seite 2 Maustasten hat und auf der rechten Seite nicht. Wir haben den Annäherungssensor auch hier wieder verbaut. Das sieht man hier. Ich gehe mit der Hand drauf, dann fängt es an zu leuchten. Wir haben eine Unterbodenbeleuchtung und Lightpipes nach hinten quasi raus. 16,8 Millionen Farben. Wir haben ein 2D-Mausrad. Wir haben sogenannte überarbeitete Side-Grip-Areas. Bin ich sehr, sehr beeindruckt von, wie Pro das hinbekommen hat, dass die wirklich so griffig sind. Habe ich bei keiner anderen Gaming-Maus bisher gesehen. Wir haben hier ein neues Material auf der Oberseite, ein neues Rubber-Dome-Material. Fühlt sich auch sehr, sehr hochwertig an. Und ein optischer Sensor ist hier verbaut mit 3000 dpi. Und was ich am attraktivsten finde bei dieser Maus ist der Preis und der liegt bei 34,99 mit einer Multicolor-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben. Das gibt es bisher noch gar nicht, das fängt in der Regel so ab 40 Euro an. Also von daher, klasse Maus für ambitionierte Leute, die ein bisschen kleineres bis mittelgroßes Shape suchen. Die gute Maus wird, denke ich mal, frühestens im Q4 Anfang 2016 verfügbar sein und kommt gerne mal vorbei hier am VPro Stand Halle 3.2 212 und ich wünsche euch viel Spaß. Danke Marcel, dass du hier warst. Gruß an die Leser von Formatwehrjournal und euch einen schönen Tag. Viel Spaß auf der IFA. Dankeschön.